Herzlich willkommen zu StudyApp TV. Ich zeige euch heute, wie man so ein Nullstellenproblem mit dem Ausklammern lösen kann. Denn, ja, wie geht man jetzt vor? Man will das Ganze ja nach x auflösen, aber zusammenfassen weiter kann man das nicht mehr. Jetzt muss man halt so gewisse Tricks können. Und wenn jetzt in beiden Faktoren, beziehungsweise Summanden sind das ja, wir haben ja hier eine Summe, ein x vorkommt. Und auch wenn jetzt hier vorne noch irgendwie x hoch 4 stehen würde und hier nur noch ein plus x oder so, dann kann man immer erstmal ausklammern. Denn das hilft uns schon um einiges weiter. So, jetzt muss man natürlich, ja, wie klammert man aus? Man klammert immer mit dem kleinsten x bzw. mit dem kleinsten Exponenten des x aus. Wir sehen ja, wir haben in beiden Faktoren ein x und müssen jetzt den kleinsten Exponenten wählen, das wäre das x². Hier steht nämlich x hoch 3 und das x² steckt ja da quasi mit drin. Beziehungsweise man kann das da rausklammern, sage ich mal. Also nehmen wir auf jeden Fall das x mit dem kleinsten Exponenten und schreiben das dann direkt nach vorne. So, dann steht da nämlich x² mal. So, jetzt muss man schauen, dass hier am Ende wieder das Gleiche steht wie da oben. So, wenn man ausklammert, Klammer erstmal direkt auf. Jetzt muss man überlegen, x² mal was ist jetzt 5x hoch 3? Jetzt muss man diese Rechenregeln so ein bisschen wissen, da haben wir auch andere Videos noch zu. Also x² mal 5 ja auf jeden Fall schon mal, dann wäre das 5x². Aber wir wollen ja x hoch 3 raus haben. Also muss hier noch ein x hin, denn x² mal x wäre ja auch x hoch 3 und mal 5 ist 5x hoch 3. Ganz einfach eigentlich. Das Zeichen hier, was hier steht, das kann man automatisch eigentlich immer direkt mal übernehmen. Also schreiben wir da das Plus hin. Wenn jetzt da ein Minus gewesen wäre, hätte ich da jetzt ein Minus hingeschrieben. Und jetzt müssen wir schauen, x² mal was wäre jetzt 4x². Ja, und das wäre doch einfach nur noch mal 4. Denn x² mal 4 ist dann auch wieder 4x². So, und das Ganze bleibt jetzt erstmal gleich 0. Denn wir wollen in diesem Problem die Nullstellen wissen. So, jetzt ist die Frage, wann ist denn ein Produkt 0? Jetzt haben wir es nämlich einfacher. Dadurch, dass wir jetzt ein Produkt haben, wissen wir schon mal, entweder muss dieses x² gleich 0 sein, denn ein Produkt, wenn jetzt hier eine 0 steht, 0 mal egal was, ist auf jeden Fall 0. Und dann haben wir ja eine wahre Aussage, genau das, was wir haben möchten. Oder 5x plus 4 ist dann gleich 0. So, das bedeutet, hier können wir schon direkt x1, 2 ist schon mal 0. Das ist eine doppelte Nullstelle, denn wenn man eine Wurzel zieht, dann hat man immer eigentlich normalerweise dann ja auch zwei Nullstellen. So, oder, beziehungsweise und, haben wir ja auch noch 5x plus 4 gleich 0 hier stehen. So, jetzt kann man das auch nach x auflösen. Dann ist das erstmal 5x gleich minus 4. Ich habe die 4 jetzt rübergebracht. Und jetzt das Ganze nur noch geteilt durch 5. Dann steht da nämlich x gleich minus 4 Fünftel. So, und wenn wir jetzt unsere Nullstellen, das heißt, wir haben jetzt unsere Nullstellen, weil wenn wir hier minus 4 Fünftel einsetzen, dann ist auch diese Klammer nämlich 0. Und x², egal welche Zahl da stehen würde, mal dieser Klammer, welche 0 ist, ergibt dann auf jeden Fall auch 0. Das bedeutet, diesen Trick muss man einfach mal beherrschen mit dem Ausklammern, dann kann man sowas auch ganz einfach im Nachhinein lösen. Das heißt für uns, unsere Nullstellen dieser Funktion, wenn man das auf dem Graphen jetzt sich anschauen würde, dann hätten wir einmal bei 0 die Nullstelle und bei minus 4 Fünftel.